Wenn du dir deine Haare lang wachsen lassen möchtest oder vielleicht gerade sogar dabei bist, dir deine Haare lang wachsen zu lassen, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Ich weiß ja, dass viele von euch da draußen sich gerade ihre Haare lang wachsen lassen oder sich die Haare gerade lang wachsen lassen möchten. Deshalb sind sie auch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und ich bekomme tagtäglich super viele Fragen auf mein Community-Forum geschickt, auch per E-Mail geschickt oder per Instagram geschickt. Und ich habe jetzt einfach mal die Fragen herausgepickt, die sich relativ oft gedoppelt, gedreifacht oder gevierfacht haben und möchte die in diesem Video einfach mal beantworten. Also einfach mal ein Video für euch als Community. Frage Nummer 1. Wann ist der beste Zeitpunkt, sich die Haare lang wachsen zu lassen? Leute, ich sag immer, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Immer jetzt. Also nicht lange nachdenken, sondern einfach machen. Aber tatsächlich kann man sogar so ein bisschen strategisch das Ganze angehen, wenn du dir deine Haare lang wachsen lassen möchtest. Ich würde dir zum Beispiel empfehlen, wirklich jetzt, ja, also Juni, Juli, sich die Haare lang wachsen zu lassen. Weil wenn du das im Juni oder Juli machst, dann bist du im Winter, ja, in der Übergangsphase drin. Und im Winter trägt man natürlich ganz oft Mützen oder Cappies. Und dann fällt das vielleicht gar nicht so doll auf, dass du dir gerade deine Haare lang wachsen lässt, weil du halt relativ oft eine Mütze trägst. Und das auch logisch ist aufgrund des Wetters. Also wenn du deine Haare lang wachsen lassen möchtest, ja, dann mach es einfach generell. Aber wenn du es ein bisschen strategisch angehen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, tatsächlich so zwischen Juni, Juli damit anzufangen. Die zweite Frage, die ich wirklich super, super oft gestellt bekommen habe, ja, wahrscheinlich 100 Mal, über 100 Mal, ist die Frage, wie lange dauert es, bis ich mir einen Manbun binden kann? Das hängt natürlich komplett, wirklich komplett von deiner Ausgangssituation ab. Ja, hast du aktuell sehr kurze Haare, hast du kurze Haare, hast du mittellange Haare? Ja, was hast du eigentlich für eine Ausgangssituation? Dann hängt es natürlich auch davon ab, vom Haarwachstum. Ja, wie schnell wachsen deine Haare? Bei dem einen wachsen die Haare schneller als bei dem anderen. Generell sagt man aber, dass die Haare pro Monat zwischen 1 cm und 1,5 cm wachsen. Das wären dann im Jahr zwischen 12 und 15 cm. Also kannst du das ungefähr grob ausrechnen, je nach Ausgangssituation. Bei mir war es damals so, also bei meiner Ausgangssituation hat es circa 1,5 Jahre, also so ungefähr 18 Monate gedauert, bis ich mir tatsächlich einen Manbun binden konnte. Also ich würde auf jeden Fall, je nach Ausgangssituation, 1,5 Jahre dafür einplanen. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die wohl ganz viele Leute in Sorgen bereitet. Und zwar habe ich ganz oft die Frage gestellt bekommen, Dani, ich lasse mir gerade meine Haare lang wachsen und meine Haare fallen aus. So, was soll ich machen? Ist das normal? Leute, erstmal die Füße stillhalten. Der Korte erklärt euch das jetzt. Also, es gibt einen Haarzyklus und jedes Haar durchläuft diesen Haarzyklus. Der besteht aus 3 verschiedenen Phasen. Das ist die Wachstumsphase, die Übergangsphase und die Ruhephase. Der größte Teil der Haare befindet sich in der Wachstumsphase und in der Übergangsphase. Ein anderer kleiner Teil befindet sich in der Ruhephase. Und ein kleinerer Teil, der sich in der Ruhephase befindet, fällt auch irgendwann aus. Ja, das ist ganz normal. Also das ist wirklich komplett normal, da brauchst du auch erstmal gar keine Sorgen machen. Wenn du natürlich lange Haare hast, dann fällt es natürlich viel mehr auf, wenn ein Haar aus der Ruhephase einfach mal rausfällt, ja? Weil dein Haar logischerweise länger ist. Bei kurzen Haaren fällt dir es gar nicht so doll auf, wenn deine Haare aus der Ruhephase einfach mal irgendwann rausfallen. Also erstmal brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Es gibt so eine magische Grenze beim Haarausfall, sage ich jetzt mal, beim natürlichen Haarausfall von 100 Haaren pro Tag. Heißt, du könntest bis zu 100 Haare verlieren und das ist noch voll in der Norm. Wenn du mehr als 100 Haare verlierst, dann wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Da kannst du dann einfach mal darauf achten, wie viele Haare du tatsächlich verlierst. Wenn du aber jetzt zum Beispiel büschelweise Haare verlierst oder gleichmäßig viele pro Tag, dann solltest du vielleicht auch mal einen Experten aufsuchen. Aber generell kann ich dich erstmal beruhigen. Es ist komplett normal, dass man Haare verliert. Man hat dann auch nicht direkt Haarausfall, sondern es ist ein ganz normaler Zyklus der Haare. Die nächste Frage ist auch eine sehr häufig gestellte Frage auf meinem Kanal und auch gleichzeitig der Aufhänger dieses Videos. Und zwar, soll ich mir eine Glatze schneiden? Oder soll ich meine Haare einfach lang wachsen lassen? Also wie starte ich eigentlich, wenn ich meine Haare lang wachsen lassen möchte? Da gibt es von mir eine ganz klare Empfehlung. Wenn du so schnell wie möglich an dein Ziel kommen möchtest, dann lass einfach wachsen. Ja? Also ich würde mir nicht vorher eine Glatze schneiden, weil wenn du dir vorher eine Glatze schneidest, dann musst du ja noch mal länger warten, bis du dir einen Manbun binden kannst, beziehungsweise bis deine Haare lang sind. Ich meine, ich kann den Gedanken verstehen, dass Leute sich darüber Gedanken machen und sagen so, hey, aber wenn ich mir eine Glatze schneide, dann wachsen wenigstens alle Haare gleich schnell und auf einer gleichen Länge. Ich meine, ja, das stimmt, aber du musst ja viel länger warten, ja? Und durch die Übergangsphase musst du ja auch durch.
Von daher würde ich einfach wachsen lassen, auch wenn dein Deckhaar jetzt zum Beispiel länger ist als deine Seiten. Durch die Übergangsphase musst du sowieso und später das angleichen kannst du beim Friseur machen. Also von daher einfach wachsen lassen, meine Empfehlung, wenn du so schnell wie möglich ans Ziel kommen möchtest. Die nächste Frage ist auch eine sehr berechtigte Frage, die ganz viele Leute stellen, und zwar: Daniel, soll ich mir meine Spitzen schneiden, wenn ich mir meine Haare lang wachsen lasse? Und dazu erstmal mein ganz klares Statement: Nein, würde ich nicht machen, wenn du dein Ziel so schnell wie möglich erreichen möchtest. Also wenn du dein Ziel so schnell wie möglich erreichen möchtest, also zum Beispiel Man-Bun binden, dann würde ich meine Haare nicht schneiden, auch nicht die Spitzen. Und du sagst jetzt wahrscheinlich: Ja, mein Friseur sagt was anderes. Der sagt, ich soll meine Spitzen schneiden. Ja klar, sagt dein Friseur, du sollst deine Spitzen schneiden, weil dein Friseur natürlich auch mit Haare schneiden Geld verdient. Ja, das ist erstmal das Erste. Aber es gibt tatsächlich auch noch einen anderen Grund. Und der andere Grund ist nämlich Spliss. Wenn du an deinen Enden deine Haare Spliss hast, also splissige Enden hast, dann solltest du deine Haare schneiden, also deine Spitzen schneiden. Denn der Spliss kann unter Umständen an den Haaren hochziehen und dann Haarbruch verursachen. Und das wäre natürlich auch kontraproduktiv zum Haare lang wachsen lassen. Deshalb sagen Friseure hin und wieder natürlich auch mal, wenn du zum Beispiel splissige Enden hast: Du, wir müssen deine Spitzen schneiden. Bestenfalls oder im Idealfall kommt es aber gar nicht erst dazu, dass deine Haare so, sag mal, so strapaziert sind, dass du die Spitzen schneiden musst. Und wenn du eine gute Haarpflege hast und deine Haare wirklich gut pflegst und keine splissigen Enden hast, dann will ich auch nicht zum Friseur gehen und deine Spitzen schneiden. Denn du hast ja ein Ziel vor Augen, du möchtest ja lange Haare haben und so schnell wie möglich ein Man-Bun binden. Denke ich zumindest. Daniel, was sage ich zu Leuten, die ständig sagen: Du siehst aus wie ein Handfeger, geh endlich zum Friseur? Als allererstes Mal, ich kann dich beruhigen: Welcome to the Club. Also ich kann die Situation mehr als nur gut nachfühlen, denn die Situation hatte ich natürlich auch, und auch super viele Leute, gerade wenn zum Beispiel Freunde und Bekannte ständig rumnerven: Daniel, wann gehst du zum Friseur? Das nervt natürlich, ja, gar keine Frage. Am besten sagst du einfach zu denen: Fuck you. Nein, Spaß beiseite. Am besten nimmst du der ganzen Situation einfach den Wind aus den Segeln, indem du sagst so: Hey, ich bin ein erwachsener Mensch, ich habe mich dazu entschlossen, meine Haare lang wachsen zu lassen, und ich weiß, es gibt eine Übergangsphase, und in der Übergangsphase sieht man vielleicht nicht ganz so cool aus, aber bitte hör auf, ständig das zu sagen. Es ist einfach nervig, und ich glaube, es wäre einfach nur cool, wenn du meine Entscheidung akzeptierst und auch respektierst. So nimmst du dem Ganzen einfach den Wind aus den Segeln, und so kannst du am besten damit umgehen. Oder du machst Folgendes: Du sagst einfach gar nichts, ja, also lässt es einfach über dich ergehen, sage ich mal, schluckst es einfach runter, mit dem Gedanken im Kopf, dass derjenige, der das gerade zu dir sagt, eigentlich sowieso nur selbst gerne lange Haare hätte, aber nicht die Eier in der Hose hat, sich lange Haare wachsen zu lassen. Ja, das funktioniert übrigens auch sehr gut. Eine andere Frage, die sich wahrscheinlich alle Menschen stellen, die sich ihre Haare lang wachsen lassen: Wie wachsen meine Haare eigentlich schneller? Ja, das ist eine gute Frage. Man möchte natürlich so schnell es geht sein Ziel erreichen von langen Haaren, und dann stellt man sich die Frage ja logischerweise. Ich habe dazu ein komplettes Video gemacht, das verlinke ich dir an dieser Stelle auch einfach mal. Schau es dir einfach mal an. Kurz und knapp kann ich dir aber sagen: Ein gesunder Lifestyle, achte auf deine Haare, eine gute Pflege, benutzt verschiedenste Pflegeprodukte, die auch gute Inhaltsstoffe haben, wie zum Beispiel Biotin. Und ja, und da musst du einfach Geduld haben. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber auch Ernährung und so spielt echt eine wichtige Rolle beim Haarwachstum. Also schau dir das Video einfach an, was ich dazu gemacht habe. Ich hoffe, das gibt noch mal ein bisschen Klarheit, was das Haarwachstum angeht. Eine andere Frage war: Daniel, was hältst du davon, komplett ohne Shampoo auszukommen? Finde ich erstmal schwierig. Gerade dann, wenn man regelmäßig Haarstyling-Produkte verwendet, finde ich das ein bisschen schwierig. Denn das Shampoo ist ja da, um deine Haare zu reinigen. Ja? Also auch von Dreck, Schmutz oder Haarstyling-Produktresten reinigt das Shampoo ja deine Haare. Und wenn du halt regelmäßig Haarstyling-Produkte verwendest, aber gleichzeitig kein Shampoo verwendest, finde ich das ein bisschen schwierig. Wenn du aber sagst: Hey, ich bin jetzt so ein bisschen ökomäßig unterwegs, ich benutze eh keine Haarstyling-Produkte, auch sonst mache ich nichts in meine Haare rein, dann würde ich dir sagen, probier es aus, aber gewöhne deine Haare langsam dran. Ja, also jetzt nicht von jetzt auf gleich einfach so einen Cut machen und sagen: Jetzt wasche ich meine Haare nicht mehr mit Shampoo. Das ist nicht so gut, das ist ja auch beim Sport so. Du kannst ja auch jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen: Ich mache jetzt ab jetzt jeden Tag Sport, 3 Stunden, davor habe ich nie Sport gemacht. Geht nicht. Du musst deinen Körper langsam dran gewöhnen, und so musst du auch deine Haare dran gewöhnen, die gehören ja auch zu deinem Körper, dass du halt langsam ohne Shampoo auskommst. Aber ja, wer Bock drauf hat und generell keine Haarstyling-Produkte verwendet,
einfach mal auszuprobieren, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und sicherlich auch eine sehr, sehr gesunde Möglichkeit. So, Leute, das war's für heute zum Thema Haare lang wachsen lassen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einige Fragen in diesem Video beantworten. Falls ihr noch weitere Fragen habt und ich die vielleicht jetzt in diesem Video nicht beantwortet habe, dann packt die einfach unten in die Infobox rein. Und falls du jemanden kennst, der sich gerade auch seine Haare lang wachsen lassen möchte und vielleicht auch die eine oder andere Frage hat, dann teile lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Haare lang wachsen lassen. Drückt euch die Daumen. Leute, zieht durch. Ihr packt das. Peace.